Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Jiggies of Time. Es geht wieder weiter hier bei Banjo-Kazooie. Wir stehen hier vor unserem neuen Level, dem Hyasee. Es geht rein in das neue Level und... Oh, cool! Mit der nice Musik einfach vom Warp Hyasee. Bin ich immer gespannt. Schön, schöne Musik. Jo, Kaffee ist auch am Start, Leute. So wie das sein muss. Ah, was mich schon wieder nervt. Wir müssen bestimmt schon wieder die ganze Zeit da unten rumtauchen, ey. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Was kommt jetzt hier noch? So, erstmal ein paar Eier verballern. So, ne? Was ist das für Musik? Auf jeden Fall auch eine Zelda-Musik. Aber ich weiß gerade noch nicht, was es darstellt. Oder? Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall ein krasses Mashup hier. Ah doch, warte mal. Das ist irgendwie so eine Kombi aus Hyasee von Twilight Princess und... Also ich höre das zumindest so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Betreten wir erstmal das Labor. Gucken mal rein, was da so los ist. Ja. Du. Hi. Ist eine Schatzkiste drin? Ich hätte gern die Schatzkiste. Ist hier irgendwas? Ah, da kann ich mir wieder reinbashen, okay. Und da kriegen wir unseren ersten Jinjo. Sehr schön. So, und dann wieder hoch. Alles klar. Bam. Babam. So, was haben wir hier für Bilder? Okay. Warum? Düdelü. Was ist das hier? Sieht auch ganz komisch aus. Dinosaurier Planet. Warum? Okay. Und wir haben auf jeden Fall ein Dachgewölbe. Ich kann auf jeden Fall durch einen Schornstein irgendwie rein. Was ist denn jetzt hier mit der Note? Okay, die bekomme ich so. Theoretisch kommt man ja was, wenn man einfach runtertaucht. Deswegen. Ich touch mal den Crown und guck mal, ob es was gibt dafür. Aber scheinbar nicht. Ich kann unter Wasser ja auch keine Bash-Attacke oder so, ne? Vielleicht ist die Schatzkiste halt wirklich erst was für uns, wenn wir uns verwandeln können. Maybe können wir uns verwandeln. I don't know. Sollten wir uns auf jeden Fall merken, dass wir hier nochmal vielleicht her müssen wegen... Oder wir können das Wasser ablassen. Das kann halt auch sein. Warte mal. Ich stelle mich mal hier an den Beckenrand. Und gucke hier mal rein. Also wir haben auf jeden Fall ein Dachgewölbe. Wir müssen irgendwie aufs Dach rauf und können da was machen. Und da ist halt noch so ein... Da kann man sich bestimmt auch durchbashen, ne? Ja, ich denke schon. Okay. Aufs Dach können wir auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Normalerweise Wundererbse. Ah, aber wir haben hier... Gott, wie mache ich denn das? Eieiei. Ey, jetzt wird es sogar Nacht. Kann ich? Nee, das geht nicht. Und das funktioniert auch nicht. Okay, keine Ahnung. Das ist dann eher so ein Shortcut. Also ich muss erstmal einen Weg finden, irgendwie aufs Dach zu kommen. Vielleicht durch Fliegen oder sowas? I don't know. Okay, hier gibt es erstmal ein paar Noten. Ach, Mann, ich hasse das so.
Steuern unter Wasser, das Beste in dem Spiel. Kommt gleich nach der Kamera. Ikabokan, jawohl. Also das zählt für mich übrigens nicht zu den 100%, die ganzen Ikabokan-Typen zu sammeln. Ne, die Mumbo-Schädel. Das ist für mich nicht 100%. Das ist für mich ein bisschen irrelevant, tatsächlich. So, warum habe ich jetzt hier nur 4 Noten? Es waren nur 4, die ich bekommen habe, oder? Haben wir im Wasserfall noch einen? Da war noch nichts. Nee. Okay, dann ist vielleicht unten noch einer. Ist alles so undurchsichtig im Moment. Nö, aber hier ist auch keiner. Okay. Unsere Noten halten sich bis jetzt sehr in Grenzen. So, ich sammle mal ein paar Federn ein. Okay, dann... Ich würde sagen, wir machen erstmal alles, was oberflächlich ist. Und dann gehen wir mal unter Wasser. So. Hier was? Nope. Hi, Kumpel. Da ist die Fee. Hi. Was geht ab? Lure away the lakes. Crabs and steelware jiggy. A shock jump disc is all tied up in the laboratory. Shock jump disc? Why don't you go and break Goddess Haya's heart? Gottes Haya Heart? Wo haben wir denn hier Göttin Haya's Heart? Oh, okay. I see. Vielleicht kann man da was machen. So, was war das erste jetzt? Lure away the lakes. Aber Lakes ist doch Fluss, oder? Ah, ne, Quatsch, ist ja See. Okay. Also es gibt hier irgendwie Krabben und die haben... Die haben ein Puzzleteil gestohlen? Am See? Vielleicht unter Wasser. I don't know. Okay, wir gehen mal hier lang. Und die hat gesagt, im Laboratorium gibt es eine Schock-Jump-Disk irgendwo. Müssen wir mal gucken. So, da drüben können wir ja dann auch noch rein. Und wir sollen irgendwie das Herz von Göttin Haya brechen. Hylia, Haya. Zack. I don't know. Hier ist auf jeden Fall gut was los. Ah. Natürlich, jetzt mache ich hier wieder so einen Eierpups-Contest. Wow. Das trifft sogar. Ja, nice. Was ist da jetzt? Jumbo-Schädel. Na ja, komm. Ich hol mir mal den Jumbo-Schädel. Aber ist das alles hier? Ja, ne? Sieht so aus. Schade. Ach, Mann. Wäre irgendwie ganz geil gewesen, wenn da jetzt noch irgendwas gewesen wäre, weil ist schon ein gutes Versteck, muss man sagen. Ein Jinjo oder ein Puzzleteil hätte da auch sein können. Das haben wir schon echt gut gemacht. So, okay, wir gehen wieder hoch.
Diese abgefahrene Musik immer, ne? Okay, soll das hier so ein bisschen an Skyward Sword erinnern? Ist möglich, ne? Oh, ihr seid auch jetzt hier richtig eklig, ne? An der Stelle. Ah, jetzt ist hier noch ein bisschen Windmaker-Musik mit dabei. Wenn ich das richtig raushöre. Oh ja, hier gibt's ein Puzzleteil for free. Nice, number one. Okay, cool. Schön. Ja gut, theoretisch, ja das, da ist es doch. Das Herz von Hylia, von Göttin Hylia. Das ist Skyward Sword, Leute. Okay, ich bin gespannt. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Aha. Aha. Ja, also von hier glaube ich nicht. Also entweder gibt es hier noch irgendwo einen versteckten Schalter oder ja. Das war's auf jeden Fall hier erstmal. Also ich könnte jetzt unter Wasser gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Boah, was? Das ist ja auch eklig. Ach, hier habe ich eine Disk. Also ich glaube, man muss sich hier auf jeden Fall auch verwandeln. So. Ja, und da ist wieder ein bisschen Wind Waker mit dabei. Also das ist irgendwie so ein Mix aus Twilight Princess, aus Ocarina of Time. Irgendwie alles so ein bisschen mit dabei. So, die Noten hätten wir auch. Dann da unten ist halt eine Kiste drin. Das ist halt, wie gesagt, glaube ich, was für eine Verwandlung. Denke ich. Hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erst nochmal ins Labor rein, weil, wie gesagt, der hat ja gesagt, oder die Fee hat ja gesagt, im Labor gibt es eine Shock-Jump-Disc. Vielleicht können wir da irgendwie nach oben aufs Dach kommen. Die Frage ist, wo? Wo? Aha! Okay, die ist da drinne. Die ist auf jeden Fall da drinne. Hä? Eben hat's funktioniert? Ist nur eine einmal Shock-Jump-Disc. Ja und nu? Jetzt sag mir, was mir das bringt. Muss ich? Okay. Nee, ich muss aber, ich muss da schon irgendwie nach oben. Das ergibt sonst keinen Sinn. Ich glaube, ich muss schon so. Und dann irgendwie... Ich sehe halt nicht, wo ich hinspringen muss. Was ist denn das schon wieder? Das ist wieder das mit der Kamera. Okay, ich bin oben. Oh, Gott sei Dank. So. Oh, was ist denn das? Das sind irgendwelche... Ist irgendjemand beim Angeln, oder? Mir sagt mir wieder gar nichts. Wisst ihr, was das ist, Leute? Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Denn ich weiß es nicht. So, holen wir uns erstmal die Schatzkiste. Jawohl. Puzzleteil Nummer 2 ist am Start. Und... Ja, Leben. Ist das?
Hä? Sieht für mich aus wie ein Schalter. Okay, keine Ahnung. Gut, und jetzt kann ich hier wahrscheinlich auch nach oben, oder? Jetzt komme ich aufs Dach und ich hoffe, dass ich von da aus vielleicht fliegen kann, damit ich da oben auf die Insel drauf kann. So, pass auf, wir machen jetzt erstmal den hier. In der Hoffnung, dass ich den irgendwie wegbekomme. Ne, das nicht. Ja. Okay. Da habe ich nämlich einen Shortcut. Sehr schön. Komme ich jetzt schneller hoch? So, ist hier noch irgendwas auf dem Dach? Zumindest nicht auf den ersten Blick erkennbar. So, wir klettern mal die Leiter hoch. Und hoffen mal, dass da irgendwas Cooles... Ja, geil. Jetzt können wir fliegen. Und zack. So, der ist tot. Da haben wir noch einen Jumbo. Den könnte ich mir aber theoretisch auch mit Fliegen holen, oder? Da auch noch was ist. Fragen über Fragen. So, warte mal. Ich will erstmal hier ein bisschen seitlich. Oh komm, das war so knapp. Okay, den haben wir. Sehr schön. Shortcut haben wir auch. Dann brechen wir mal das Herz von der Göttin, würde ich sagen. Ja, so nicht. Was? Nein! Natürlich auch wieder nicht geklappt. Jetzt aber. Was? Okay, warte. Vielleicht doch mit einer Bash-Attack? Aber hä? Warum? Warum geht das schon wieder nicht? Mach ich was falsch? Muss ich drauf landen? Muss ich so machen? Okay, alles klar. Mann, dass das einem auch nie gesagt wird, wie es gemacht werden soll, ne? Okay, gut. Nummer 3. Ich habe jetzt gerade gesehen. Kommen wir da hoch? Ich wollte mir nochmal das Spiel angucken, was da oben drauf liegt. Mann, oh. Ich will nochmal kurz hochfliegen, Leute. Gibt's hier was? Ah, der Wassertempel! Nö! Kein Bock auf Wassertempel. Scheiße. Wassertempel. Nein. Keiner will in den Wassertempel. Okay, ich sammle mal kurz die Noten noch ein. So. Da haben wir noch eine goldene Feder. Mittlerweile 20 Stück jetzt. Sehr schön. Da sind wir wieder voll. Das gefällt mir gut. So, Eier können wir auch mal auf jeden Fall wieder einsammeln. Und dann haben wir schon eine stolze Anzahl von 45 Noten. Und wir gucken jetzt nochmal kurz nach dem Spiel oben. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Dass ich diese Kamera nicht drehen kann, das nervt mich so. Ja. Danke für nix. So, jetzt aber. Ach, ist Mario Kart Double Dash, glaube ich? Shit. Ich glaube, es war Mario Kart Double Dash, ne? Ich denke ja. So, dann sind wir jetzt hier erstmal fertig. Ich denke, das war es allgemein hier oben im Himmel, oder? Ich glaube schon.
glaube, das war's. Würde ich sagen, bevor ich mich jetzt ins Gewässer begebe, gucke ich nochmal. Gucke ich hier nochmal hier rein. Beim Angler. Aber ich würde sagen, das machen wir dann genauer im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Jig is of Time, Leute. Tschüssi.